Menschenskin Detin, du machst ein Gesicht. Dabei sind wir endlich wieder zu Hause. Kopf hoch, alter Junge. Ich weiß, woran du denkst, aber das Leben geht weiter. Du weißt wenigstens, wohin mit dir. Und das möchte sein. Wenn du gar nicht weißt, wohin, kommst du zu mir. Wäre gelacht, wenn wir nicht ein Dach für dich hätten. Hier, die Heimatadresse. Ich weiß ja gar nicht, ob ich überhaupt nach Hamburg komme. Dreck am Stecken? Wenn du mich fragst, haben meine Pflicht getan. Die würden es wahrscheinlich anders nennen. Detin, du hast alles Mögliche von dir erzählt. Warum das nicht? Na, der Ivan ahnt jedenfalls nichts, sonst wärst du nicht in diesem Zug. Nein, so war es nicht. Nach 14 Tagen Ostfront bin ich abgeschossen worden. Ja, verstehe. Also, Frankreich? Mensch, Städtchen, monatelang sitzt man in einem Lager, redet über Gott und die Welt. Aber das Wichtigste, das behältst du für dich. Was soll ich dich damit belasten? Merk dir mal eins. Wenn alles in Scherben fällt, unsere Kameradschaft bleibt. Wenn Sporn will. Lass mich ausreden. Vielleicht hätte ich dir doch noch helfen können. Aber jetzt so dicht am Ziel? Scheiße. .223 wirft seine Schatten voraus. Die alliierten Schnüffler sind schon da. Der Zug hat schon eine halbe Stunde Verspätung. Und heute in großer Besetzung. Captain Jones für die Briten, Major Green für Amerika und die Franzosen schicken ihren schärfsten Hund, Kapitän Renard. Damit Sie Ihr Überbrückungsgeld und die benötigten Fahrausweise sowie Ihre vorläufigen Kennkarten entgegennehmen können, wollen Sie sich vor der Baracke auf dem Bahnhofsvorplatz einfinden. Am Eingang Römisch 1 werden die Buchstaben Adolf bis Konrad, am Eingang Römisch 2 die Buchstaben Ludwig bis Zeppelin abgefertigt. Ich wiederhole. Die Bundesrepublik Deutschland. Die Heimat hat uns wieder auf ein Gut, neues. Wenn wer sich jetzt beeilt, kommt am schnellsten aus dem Nest raus. Also Kopf hoch, wird schon schief gehen. Wir müssen zum gleichen Schalter. Du, ich muss noch mal wohin? Schiffen. Halt mir einen Platz frei. Beeil dich. Pass auf. Am Eingang Römisch 2 die Buchstaben Ludwig bis Zeppelin abgefertigt. In Ihrem eigenen Interesse bitten wir Sie, uns die Erledigung der notwendigen Formalitäten durch diszipliniertes Verhalten. Ach, gibt's denn jetzt Vergissmeinnicht? Das da welkt nie aus der Schießbude, wissen Sie? Ich heiße Born. Ich
hab's hinter mir. Sieht gut aus, was? Überbrückungsgeld. Weißt du nicht, wo Born geblieben ist? Keine Ahnung, mach's gut. Mach's gut. So lange kann man doch gar nicht. Wir gehen getrennt. Sie gehen über die Fußgängerbrücke. Gleich rechts am Bahnhof steht der P4. Ich gehe andersrum. Lässt sich das nicht verhindern? Leider nicht ganz. Papiere, Geld und so weiter, alles in Ordnung. Ein Gutes hat es trotz alledem, wenn gelegentlich ein kleiner Fisch von der SS geschnappt wird. Die Presse macht großes Geschrei, die Öffentlichkeit hat ihre Beruhigungspille und wir können in Ruhe die Elite in Sicherheit bringen. Ab! Keine Bange, Herr Born. Bis jetzt hat alles geklappt und es ist dafür Sorge getragen, dass Sie auch weiterhin unbehelligt bleiben. Ganz ehrlich. In Russland habe ich mich nicht so beklommen gefühlt wie heute, als ich die alliierten Kettenhunde sah. Deswegen bin ich hier. Ich warte seit 4 Wochen auf Sie. Um mich aus dem Lande zu bringen, hoffe ich. Nein. Obersturmbannführer Fritsch hat angeordnet, dass Sie in der Bundesrepublik bleiben. Wie bitte? Ist er sich darüber klar, dass ich wegen der von mir geleiteten Requirierungen in Kristiansand gesucht werden könnte? Niemand wird Ihnen ein Haar krümmen. Dafür bürge ich. Feldenkamp. Und meine Familie? Für Ihre Kinder sind Sie im Osten verschollen. Ihre Frau weiß Bescheid und wird Sie in Grünfels besuchen. Grünfels? Bei Neumünster. Obersturmbannführer Fritsch will Sie in seiner Nähe haben. So ist das. Das Konto in Zürich. Es muss sofort disponibel sein. Wir warten sehnsüchtig auf Ihre Unterschrift. Sie sind einer der beiden Zeichnungsberechtigten. Verstehe. Da habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Fehler? Ja. Wieso? Was? Ich habe eine meiner Adresse gegeben. Die Adresse meiner Frau. Wem? Einem Jagdflieger, Oberleutnant. Fürchtete sich vor Überprüfung. Ich dachte, es könne nicht schaden, wenn meine Frau mit ihren Industrieverbindungen unter die Arme greift. Jetzt natürlich. Was hat er auf dem Kerbholz? Eine ganze Menge. Den Andeutungen nach. Genaueres? Eben nicht, er war sehr zurückhaltend. Deshalb glaube ich, dass etwas dran ist. Weiß er, wer Sie wirklich sind? Nein. Hat er sich an Sie herangemacht? Dazu war er zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Ich fürchtete schon, man hätte jemand auf Sie angesetzt. Die Russen, sie geben nicht eher Ruhe, bis sie den letzten von uns zur Strecke gebracht haben. Quatsch, dafür ist er nicht der Typ. Der Oberleutnant ist echt, so war ich Born heiße. Ich verlange von Ihnen, dass seine Spur wiedergefunden wird. Unter allen Umständen haben wir uns verstanden. Absolut. Der Mann muss her. Kommen Sie, Herr Detjen. Bitte. Danke. Hier ist Ihr Platz. Das ist Ihr erster Abend in der Heimat nach so vielen Jahren. Sie sollen sich wohlfühlen. Ich kann mir vorstellen, wie Ihnen zumute ist. Alles meinetwegen. Ach, was ist das schon? Schließlich sind Sie für uns da draußen gewesen. Viele vergessen das. Auf einmal möchten Sie das alles nicht mehr wahrhaben. Möchten das gestern ablegen wie einen alten Mantel. Oder lieber Bier? Gerne. Unser Vati. Wir nehmen immer Heimkehrer auf, wenn Transporte kommen. Ich denke immer, er hätte auch so eines Tages vor einer fremden Tür stehen können, mit leeren Händen. Vor dem Nichts. Aber trinken wir erst einmal. Auf Ihre Heimkehr. Zum Wohle. Mutti hat schon befürchtet, dass der ganze Transport heute abgefertigt wird. Nur ein kleiner Rest, es wird morgen nicht lange dauern.
Stille. Danke. Ihre Angehörigen haben wohl schon lange auf Sie... Ich habe keine Angehörigen. Ich bin aus Hamburg. Meine Eltern sind beim Bombenangriff umgekommen. Mein Mann ist beim Vormarsch auf Moskau gefallen. Mit dem Glauben an den Sieg. Wenigstens das heute ist ihm erspart geblieben. Die Russen in Berlin. Ein Teil unseres Vaterlandes unter der Herrschaft der Kommunisten. Und Briten und Amerikaner sehen tatenlos zu, statt auf unsere Tradition zu bauen. Mit uns gegen den Osten. Hm. Mutti. Nun esst erst mal, ich mache ein bisschen Musik. Bist du verrückt geworden? Ich habe dir 100-mal gesagt, dass du nicht hierher kommen sollst. Uns stört keiner mehr. Er ist weg. Was willst du? Erstens, habt ihr einen Detjen Achim abgefertigt? Ist aus Hamburg. Detjen mit Dora? Mhm. Der war noch nicht hier. 200 sind übrig geblieben und kommen morgen. Gut. Zweitens, wo habt ihr ihn untergebracht? Da kann ich dir nicht helfen. Die Quartierliste hat der Herr Genosse mit nach Hause genommen. Mach auf. Bist du wahnsinnig? Du, das kann mich Kopf und Kragen kosten. Schröder, du bist nicht hier, damit du dir den Arsch wärmst. Aufmachen! Du kennst Lachmann nicht, diesen Sozi. Den müssen wir beim Vergasen übersehen haben. Du hast gesagt, sie lassen die Fahndungslisten manchmal hier, wenn es am nächsten Tag weitergeht. Wenn, dann im Panzerschrank. Mhm. Aber beeil dich, ich flehe dich an. Ist Detjen einer von uns? Lässt es sich einrichten, dass seine Papiere den alliierten Schnüfflern nicht vorgelegt werden? Unmöglich. Jedenfalls, solange dieser Lachmann da sitzt. Du steckst hier als vorgeschobener Posten des Kameradenhilfsacks. Merk dir das. Fehlanzeige. Weiter. 'Für Ihre Mutter ist der Krieg wohl noch nicht zu Ende. Ach, Sie müssen sie verstehen. Sie ist schon so lange allein und verbittert. Als die Ami-Bomber Nacht für Nacht kamen, hat sie gefleht wie alle. Lieber Trockenbrot bis ans Lebensende, als das noch einmal. Jetzt erscheint ihr diese Zeit schön, weil mein Vati noch lebt. Sie denkt daran wie an etwas Großes. Und Sie? Fräulein Uta? Auf alle Fälle keinen Krieg mehr erleben und dann so allein sein wie Mutti. Ein gutes Abi. Vielleicht studieren, heiraten, Kinder kriegen. So, wie viele? Ein Dutzend. Sie sind müde, ja? Ein bisschen. War es sehr schlimm bei den Russen? Ich hab's überlebt. Sie haben gehungert, ja? Auch. Wie die Russen selbst. Solange gekämpft wurde, haben wir keinen Stein auf dem anderen gelassen. Daran gemessen sind wir anständig behandelt worden. Mussten Sie schwer arbeiten? Ich musste nicht. Ich bin Offizier. Ich habe es freiwillig getan. Bäume gefällt. Waldarbeit. Wussten Sie schon, dass... In Hamburg, das? Nein, das habe ich nicht geahnt. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie recht bald wieder ein Zuhause finden und alles vergessen, was hinter Ihnen liegt.
Sie können mir uns ja mal schreiben, wenn Sie wollen. Ich will. Uta, Herr Dädchen muss todmüde sein und du schwatzt und schwatzt. Ich komme ja schon. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Uta. Berthold. Ja. 7.10.25. Düsseldorf. Am Anger 23. 20. Und Ihren Übernachtungsschein bitte, Herr Koch. Haben Sie schon unterschrieben? Ach, bitte würden Sie das auf der Rückseite quittieren. Das ist wegen der Verrechnung. Ja, danke schön. Das ist alles, Herr Koch. Warten Sie bitte im Flur, Herr Koch. Sie werden dann aufgerufen. Der Nächste, bitte. Dädchen. Achim. 21.02.19. Jawohl. Hamburg. Ja, Gröninger Straße 4. Wenn Sie mir mal den Bleistift geben würden. Dädchen Achim, kann ich mal sehen? Warten Sie. War's nicht in Ordnung? Flur, Herr Dädchen, doch, doch. Sie werden dann aufgerufen. Der Nächste, bitte. Hm? Dädchen Achim? 26.07.24. Ja. 21.02.1919. Deutscher? Deutscher. 24. Ja, warten Sie dann bitte auf draußen, Herr Bastigkeit. Sie werden dann auch aufgerufen. Der Nächste, bitte. Der Sichtvermerk von nebenan. Aus Hintertupfing. In der Kreuzeler Gasse. Friedemann, Paul. Koch, Berthold. Hier. Bastigkeit, Willi. Ja. Wir sind Bastigkeit. Mhm. Sie Koch. So, ich übergebe Ihnen jetzt Ihre provisorische Kennkarte und das Überbrückungsgeld. Friedemann. Danke. Koch. Bastigkeit. Aber nicht gleich im Puff gehen. Dädchen. Ui. Kommando. Glückliche Heimkehr. Augenblick mal, Chef. Ich habe zwischen den beiden gestanden. Mein Name ist Dädchen. Achim. Wo sind meine Sie stehen auf der Liste. Hauen Sie ab, so schnell Sie können, und rufen Sie an unter der Nummer. Monsieur Schröder. Augenblick. Ja. Bitte, Monsieur. Rufen Sie auf. Dädchen Achim. Ja, Dädchen Achim. Dädchen Achim! Ist hier ein Dädchen Achim? Achtung! Niemand das Haus verlassen! Wir kontrollieren die Sorte. Bitte. Et vous allez avec le lieutenant Latour contrôler les documents. Exactement. Ihre Dokumente zur Kontrolle. Ihre Dokumente bitte bereithalten. Zur Kontrolle.
Hallo? Schröder, na endlich. Rademacher. Los, los, Bewegung, Wagen anlassen. Rademacher. Kleiststraße 12. Gesagt, dass er Bethchen nicht hasst. Skandalös, da kommt ein Mann nach Haus, der nur seine Pflicht getan hat und dann sowas. Leute, die, wie Sie sagen, nur ihre Pflicht getan haben, stehen nicht auf der Kriegsverbrecherliste, Madame Rademacher. Vediamo, Kapitän. Oreste Essi. Oui. Und Sie, Madame, muss ich bitten, das Haus vorerst nicht zu verlassen. Erstens, unser Mann ist nicht da. Zweitens, Sie haben ihm eine Falle gestellt. Ein Franzmann ist zurückgeblieben. Und nun? Warten. Gibt's hier in der Stadt noch ein anderes Lyzeum? Nein, nein. Die drei Jungs haben die Lampe kaputt gemacht. Immer sind die Jungs auf das Lyzeum aus. Um wen geht es denn? Gute Rademacher. Sind Sie verwandt? Ich bin nur für ein paar Stunden hier und ich hätte Sie gerne mal gesehen. Ich glaube, sie muss jetzt in der Oberprima sein. Wo wollen Sie denn hier warten? Ist es da ein Café? Ja, Justus. Ich schicke Ihnen die Uta dann rüber. Es ist sowieso gleich Pause. Ja, aber vergessen Sie es nicht. Nee, ich weiß, wie das ist. Bonjour. Moratti, bitte. Merci. Voilà. Voilà, la République fédérale allemande, comment je connais seulement. Rien de passé. Un homme qui vous cherchait est ici et pas Moka ici. Bitte. Sofort. Moka aussi. Il est ici et pas ici. Il peut y disputer. Pas de passeport, pas de niège, pas de tiers double. Mais petit bourgeois, c'est le problème. Ah, guten Tag. Na, hat's geklappt? Seien Sie mal ganz unauffällig. Die Franzosen sind hinter mir her. Und hinter mir sitzen welche. Würden Sie mal für mich telefonieren? Ja. Ich bin ja hier wie angenagelt. Ja. Rufen Sie die Heimkehrerbaracke am Bahnhof an. Verlangen Sie an Schröder. Haben Sie einen Groschen? Ja, ja, ich habe. Schönen Gruß von mir. Er wollte mir eine Telefonnummer nennen. Mhm. Schröder? Schröder. Schröder. Mhm. Schönen Gruß von mir. Vergessen Sie es nicht. Oh, je pense, il peut venir. Oui. Non, non. So, da bin ich. Bitte nehmen Sie Platz. Ein alter Freund von mir, Monsieur André vom Journal Parisien. Herr Lachmann, einer der wenigen Deutschen, die das Potsdamer Abkommen ernst nehmen. Ich hoffe, diese Geschichte bleibt nicht der einzige Eindruck von unserem Land. Mir völlig unklar, wie dieser Dädchen verschwinden konnte. Man muss ihn gewarnt haben. Ihr Mokka, Monsieur. Merci. Bitte mir auch einen. Mhm. Nein, nein, es tut mir leid, aber da meldet sich keiner. Ach, ist das eine Scheiße. Ich brauche meine Sachen heute Abend, wenn es dunkel ist. Fragen Sie Ihre Mutter, ob Deutsche da gewesen sind, irgendwas hinterlassen haben. Sie wünschen? Nein, nein, ich möchte... Nein, doch, bitte bringen Sie einen Tee, ja? Ja. Sie müssen noch hier bleiben, es würde sonst auffallen. Ach so. Ganz so schwach sehe ich da nicht, Elena. Der Mann hat kein Geld, keine Papiere, der kommt nicht weit. Dessen bin ich gar nicht sicher. Die alten Kameraden, die alte braune Pest. Und unsere treuen Verbündeten aus Übersee sehen zu. In den Staaten haben Sie keine faschistische Okkupation kennengelernt. Ihre Polizei muss in die Fahndung mit eingeschaltet werden, Monsieur Lachmann.
Viel Hoffnung habe ich nicht, aber wir wollen nichts unversucht lassen. Doch nun zu dem, was Monsieur André interessiert. Den Mokka, der Herr. Danke. Danke. Ja, jetzt gut, jetzt können Sie gehen. Und dessen beschuldigen Sie diesen Tätchen? Des Mordes und des Kriegsverbrechens. Des Mordes an einem Wehrlosen. Ich habe mir von unserem Stab die Unterlagen kommen lassen. Nach Kriegsende übergab uns ein Filmamateur aus Rouen einen 8mm Streifen. Wir haben von diesem Amateurfilm Fotos gezogen. Bitte. Dieser Mann hatte im Juni 1940 vom Dachfenster seines Hauses aus einen Luftkampf aufgenommen. In diesem Luftkampf wurde einer unserer Jäger abgeschossen. Unser Pilot rettete sich mit dem Fallschirm. Während er niederschwebte, griff ihn der deutsche Jäger an. Eine Art Scheibenschießen. Der Pilot war tot, als er den Boden erreichte. Hier. Ich muss Ihnen nicht sagen, dass das gegen jedes Kriegsrecht verstößt. Und in dieser Maschine saß Dädchen? Ja. Es war nicht einfach, das festzustellen. Aber der Film bot einige Anhaltspunkte. Die Maschine ist eindeutig eine Me-109. Ihr taktisches Zeichen, das das Geschwader verrät. Am Leitwerk Weiße Balken. Sie geben darüber Auskunft, in wie vielen Luftkämpfen der deutsche Flieger gesiegt hatte. Wir haben Kriegsgefangene befragt und Augenzeugen vernommen. Zur fraglichen Zeit hatte nur der Leutnant Achim Dädchen die angegebene Zahl von Abschüssen. Haben Sie ein Foto von ihm? Leider kein sehr gutes. Eine Ausschnittvergrößerung aus einer Gruppenaufnahme. Das ist Dädchen. Das ist 10 Jahre her. Er hat zwar vor mir gestanden, aber... Es war für uns sehr überraschend. Das hier hatten wir schon abgelegt. Nach unseren Recherchen galt als sicher, dass Dädchen im Osten gefallen ist. Es ist ein Zufall, dass er überhaupt noch in der Liste steht. Ist das wahr? Nein. Nein, ich habe es nicht getan. Ich kann es nicht erklären. Es war meine Maschine, aber ich saß nicht drin. Ich kann Sie nur bitten, mir zu helfen. Mir zu glauben. Mit Tee, bitte. Dankeschön. Großfahndung. Unsere und Militärpolizei. Hat er Chancen? Komm. Wir müssen den Mann haben, sonst steht alles in Frage. Vielleicht gelingt es uns, ihn rechtzeitig auszuschalten. Kein Aufsehen. Eins ist mit Rüben klar geworden, mit den alten Methoden erreichen wir nichts mehr. Es täte mir sogar leid. Diese Geschichte in Rouen. Männer wie ihn brauchen wir bald. Bewegung, Dädchen. Schönen Gruß vom Baum. Mitkommen, los.
Was haben Sie mit mir vor? Eins nach dem anderen. Weg mit den alten Klamotten, ziehen Sie das da an. Nun machen Sie schon. Ich mache gar nichts. Ich nicht weiß, was mit mir geschieht. Ich bestimme, was hier geschieht. Und keine Dummheiten. Umziehen. Was soll das? Schnauze. Wenn einer fragt, bin ich es. Sie heißen? Schnauze oder reden, eins geht nur. Immerhin. Ich habe Sie vor einem handfesten französischen Strick bewahrt. Aha. Und warum? Umziehen. Sie heißen? Dädchen. Achim. 21.02.19. Hamburg. Gröninger Straße 4. In welchem Geschwader haben Sie zuletzt gedient? Geschwader Immelmann. Dienstgrad? Oberleutnant. Wann in russische Gefangenschaft geraten? Am 30. Mai 42 im Mittelabschnitt. Wie ist Ihr letzter Geschwaderchef? Kreusing. Oberst Günther Kreusing. Wie ist Ihr Vater? Jens. Wo wurden Sie ausgebildet? Liegnitz. Geburtstag der Mutter? 17.12.95. Ihr Vorname? Olga. Wie kommt man in Hamburg zur Gröninger Straße? Oh. Das kommt drauf an, von welcher Seite. Von der Staatsbibliothek her. Fischmarkt, dann kommt eine kleine Brücke, dann Brandsuite runter, erste Querstraße rechts, Gröninger Straße, alles Altstadt. Wo erhielten Sie Ihre Fliegerausbildung? In Liegnitz, aber das habe ich schon gesagt. Und am Ziegenteich Bier getrunken? Ziegenteich Baude, heißt es. Wie hieß denn Ihre Freundin? Sauer, Brigitte Sauer, aber das geht Sie wirklich in Dreck an. Möchte wissen, was Sie mit mir vorhaben. Sie sind sich klar darüber, dass ich jede Ihrer Angaben nachprüfen werde? Bitte. Sollte sich herausstellen, dass Sie sich hier eingeschlichen haben? Wenn es sowas ist, dann reden Sie lieber gleich. Wollen Sie? Ja. Noch kann ich Sie mit einem blauen Auge laufen lassen. Wovon reden Sie? Erzählen Sie mal etwas von Rouen, Herr Oberleutnant. Wie hieß denn Ihr Mechaniker? Paul. Unteroffizier Paul Lehmann. Die vierte Staffel? Nee, die zweite. Und in Rouen haben Sie dann diesen Poilu runtergeholt? Das Jagdgeschwader Immelmann war berühmt für seine Härte gegen den Feind. Und selbst wenn Sie ein besonders ausgefuchster Spitze der Franzosen wären, ich bereue nichts. Haben eine Pflicht getan und würde sie immer wieder tun. Ich als französischer Spitze? Das ist mal neu. Sie dürfen das Zimmer nicht verlassen. Ich gehe Ihre Angaben zu überprüfen. Die Papiere nehme ich mit. Bis auf dieses Briefchen scheint neueren Datums zu sein. Schreiben Sie mir nur, wenn Sie das Gegenteil beweisen können. Uta, was hat das zu bedeuten? Nichts. Ach, ich verstehe. Herr Oberleutnant hat mein Köpfchen verdreht, dann kamen die Franzosen und erzählten von Herrn Oberleutnants Heldentaten. Übrigens, ich vergesse, da ist Schreibzeug. Bis ich wiederkomme, können Sie mal zu Papier bringen, wo Sie in Russland waren, welche Eindrücke Sie hatten. Dies Haus hier wird übrigens scharf bewacht. Und bitte keine Druckbuchstaben mehr, Dädchen. München, alles aussteigen. Ich hab schon mal schlechter gesessen, kann mich bloß nicht erinnern, wo. Kommen Sie. Hat
Hatten Sie eine angenehme Reise? Ja, so kann man sagen. Äußern, gehen wir hoch. Den Umständen entsprechend, aber was wird nun? Sobald ich rausgehe, haben Sie mich. Wahrscheinlich stehe ich in jedem Fahndungsbuch. Fürs Erste können Sie das Haus freilich nicht verlassen und hier sind Sie sicher. Ah, also von einer Gefangenschaft in die andere. Er ist ein bisschen angeschlagen, Herr Lauterbacher, die Jahre im Osten. Hier sind Sie nicht in Gefangenschaft, Herr Detjen, sondern in einem zuverlässigen Versteck. Ich brauche Sie nicht mehr, Herr Kaiser. Gute Heimfahrt. Ich starte morgen früh. Bitte, Ihr Zimmer steht Ihnen zur Verfügung. Na dann, alles Gute und die Ohren steif halten. Und nicht nur das. Zimmer. Da haben Sie ja wirklich enorm gesammelt. Sie erwähnten vorhin, Ihre Eltern wären in Hamburg umgekommen. Die übrigen Stücke der Reise stehen drüben in der Vitrine. Woher wussten Sie aber vom Tod Ihrer Angehörigen? Als Ihre Eltern starben, da waren Sie doch in Gefangenschaft. Ich habe es auch erst im Lager erfahren, Herr Lauterbach. Wer hat Ihnen geschrieben? Sie waren doch als gefallen gemeldet. Lieber Freund, nach 45 konnten wir nach Hause schreiben über das Rote Kreuz. Monate später hielt ich Nachricht von unserem Herrn Pfarrer. Die Post hatte ihm meine Karte zugestellt. Die Nachricht muss übrigens bei meinen Papieren liegen. Ach ja, richtig. Entschuldigen Sie, das war mein Freund. Zunächst würde ich gern nach Hamburg fahren. Das geht nicht. Das geht nicht. Und was geht? Ich kann doch nicht ewig hier herumsitzen. Wir haben auch nicht die Absicht. Ich störe doch hoffentlich nicht. Aber keineswegs. Das ist der Detjen, unser neuer Gast. Ah, guten Tag. Fräulein Silke, übrigens auch aus Hamburg. Also aus Hamburg, woher denn? Altona, Lesserstraße. Ach, Lesserstraße, ist das nicht in der Nähe von der... Nein, das ist am Stadttheater, stimmt's? Ja, die Querstraße. Wenn man die Königstraße runtergeht, dann kommt man dran vorüber. Genau. Also dann, Hummel, Hummel, Herr Detjen. Was, was? Zucker? Schauen Sie, Herr Detjen, ganz so fremd sind Sie schon nicht mehr. Sagen Sie mal, Fräulein Silke. Silke? Waren Sie in der letzten Zeit mal in der Gröninger Straße, in der Nähe vom Fischmarkt? In der Altstadt? Und nein, da bin ich ewig nicht mehr gewesen. Das hätte ja sein können, schade. Mhm. Danke. Tja, wir haben viel mit Ihnen vor, Herr Detjen. Ich habe Ihre russischen Impressionen da, mit viel Interesse gelesen, ich stimme Ihnen völlig zu. Wir haben diese Herren aus dem Osten total unterschätzt, übrigens einer der furchtbarsten und folgenschwersten Fehler des deutschen Generalstabes. Nur nicht wahr, wir werden ihn nicht wiederholen. Jedenfalls, unsere Rückkehr ist vorbereitet. Bisschen schwer daran zu glauben. Was können Sie tun? Mich verstecken, mehr nicht. Wir haben die Möglichkeit, Menschen, an denen uns liegt, in Sicherheit zu bringen, ihnen die Chance zu geben, nicht nur zu überleben. Die Finanzen sind in Ordnung, die notwendigen Führungskräfte vorhanden, bewährte Alte nun nicht wahr und Nachwuchs. Wir zählen Sie dazu. Doch meine Zeit drängt. Wer wir? Ja. Nehmen Sie an, dass wir eine Organisation sind, die sich die Aufgabe gestellt hat, alte Kameraden zu unterstützen. Deren Treue zu Deutschland von den Siegern schlecht honoriert wird. Diese Männer dem Vaterland zu erhalten, betrachten wir als unsere vornehmste Pflicht. Und wie? Ja. Abwarten, Herr Detjen, abwarten. Und Tee trinken? Ja. Während der Bombenangriffe war ich nicht in Hamburg. Ich war mit unserem Stab in Skandinavien. Luftwaffenhelfer. Sicherheitsdienst. Das hätte ja sein können. Wir haben alle etwas, womit wir fertig werden müssen. Wir müssen es hinter uns lassen, so oder so. So oder so ist das Leben gesollt. Warum sind Sie nicht zu Hause? Ich warte. Worauf? Auf den Schnee vom vorigen Jahr? Worauf? Es kann nicht alles zu Ende sein. Dass es wieder anders wird. Ach, sagen Sie doch mal die Flasche rüber. Cognac ist gut. Für mich ist das alles so schizophren. Erst Gefangenschaft, war schön. Aber dann Deutschland geteilt. Ausländische Truppen überall. Der Barke Deutsche, die gestern verfolgt wurden, heute Verfolger sind. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber woher nehmen Sie eigentlich Ihre Zuversicht? Den Mut verloren? Wer redet denn von mir? Im Lager drüben wurde viel geredet in den langen Jahren. Zuerst vom Fressen, dann vom Mädchen. Man redet immer von dem, was man nicht hat. Und natürlich von dem, was werden soll. Und wie dachten Sie sich's? Anders, ganz anders. Keiner wollte wieder Krieg. Ums Verrecken nicht. Deshalb liefen Sie zu diesem Nationalkomitee. Oder Antifa-Schulen. Nicht etwa, weil es da besser zu fressen gab, sondern Sie suchten ehrlich einen neuen Weg. Und Sie? Oh, Sie sind doch kein Amateur. Sie wissen doch, was mir anhängt. Durfte nicht auffallen. Hab Schnauze gehalten. Sie haben zu lange nur die andere Seite gehört. Das hat Sie aufgerieben. Ja, das habe ich mir mal ausgemalt. Ein Zimmer, hübsch eingerichtet wie dieses, für mich allein. Ein Mädchen. Das haben Sie doch jetzt. Klingt
Sehr verlockend. Leider unter Hausarrest, gnädigste. Aber der Cognac schmeckt ihm trotzdem. Ja. Ja, das schmeckt. Aber hier sitzen zu müssen und nichts zu tun, das bringt mich um. Stellen Sie eine Verbindung mit Rom her. Ja. Hinter Ihnen. Ach ja. Wie machen Sie es zu warten? Nicht den Mut zu verlieren. Nicht untätig sein. Vorbereiten. Steinchen an Steinchen setzen. Die Namen all derer festhalten, die am lautesten nach Demokratie und Antifaschismus schreien. Noch können wir sie ja nicht hindern. Aber wir ziehen an dem Teppich, auf dem sie stehen. Und solange soll ich in Hausarrest bleiben? Oh, das nun gerade nicht, aber wir müssen gewisse Vorsichtsmaßnahmen... Ich kann das Thema nicht mehr hören! Wissen Sie, wie ein Pförtner schläft? Babbel nicht, wa? Tja. Einfach einen Strich machen durch die letzten Jahre. Hör doch endlich auf, komm her! Stellen Sie jetzt nach Rom durch. Frau Krüger, ich wünsche einen recht schönen guten Abend. Die Sache ist klar, ein absolut integrer Mann. Ich habe Silke aus Hamburg kommen lassen. Ich bin dafür, ihn so schnell wie möglich rauszubringen. Er brennt förmlich auf Taten. Und dazu ist es hier noch ein bisschen zu früh, nun nicht wahr? Ja. Es wird langsam hell. Schläfst du? Hm. Ja. Schade, dass du heute Abend wieder weg musst. Hm. Es hätte sehr schön werden können zwischen uns beiden. Wo werde ich morgen sein? Hm? Ich glaube, ich bin der Einzige, der nicht weiß, was mit mir geschieht. Lass dich überraschen. Und du behauptest, es könnte schön werden mit uns. Mhm. Na, wo? Hm? Uns sind die Hände gebunden. Wir befinden uns hier weder in Frankreich noch in der französischen Besatzungszone. Sie erleben doch, wie lax Engländer und Amerikaner dieses Thema behandeln. Zwei Rückkehrer aus russischer Gefangenschaft sind verschwunden. Na und? Immerhin, die Fahndung läuft. Weil es zum Glück ein paar unbequeme Geister wie diesen Lachmann gibt. Aber an einen Erfolg glaube ich nicht. Sowas kann ich in meiner Zeitung nicht schreiben. Schon gar nicht, nachdem ich eben über die Sowjetunion berichtet habe. Und dort nimmt man solche Dinge mit recht verdammt ernst. Wie in Ostdeutschland. Sie waren dort? Ja, Militärmission. Würden Sie denn bejahen, dass es gerade in der amerikanischen Besatzungszone Kanäle gibt, in denen belastete Nazis untertauchen und verschwinden können? Ja, und Sie würden sich verdient machen, wenn Sie ein paar Recherchen hinsichtlich der dunklen Kanäle anstellen. Der Presse sind die Hände weniger gebunden als mir. Unsere Hierarchie, Dienstvorschriften. Ich habe schon daran gedacht, Kapitän. Ein Mann kommt an. Was wird aus ihm? Von wem wird er lanciert und wohin? Wenn man diese Fäden hätte, das wäre ein Schritt vorwärts. Der da hat wen ja so. Er ist froh, dass der Krieg vorbei ist. Alles andere, egal. Dieser Dädchen. Neulich im Café hatten Sie ein Foto von ihm. Ja, aber leider kann ich es Ihnen nicht geben. Aber halten können Sie es doch. Ja, das ist möglich. Danke. Und sollten Sie trotzdem in eine Fahndungskontrolle geraten, nun nicht wahr? Ihr Pass ist so echt, wie ein passender sein kann. Gute Reise, Herr Roth. Ich danke Ihnen verbindlichst, Herr Lauterbach. Ach, vergessen Sie nur nicht, dass wir Ihnen geholfen haben. Alles Gute. Das verspreche ich Ihnen. Ach, nun komm schon, du Herr Roth. Halt noch mal in einem Zigarettenladen. Ich habe keine einzige mehr. Ach, in meinem Handschuhfach sind welche. Nimm dir doch. Herr Roth wünscht, seine eigenen Zigaretten zu rauchen. Hm. Ein gewisser Achim Dädchen hat mir aber viel besser gefallen als dieser arrogante Herr Roth. Hör, halt mal, da drüben ist ein Tabakladen. Halt doch mal. Ja, bitte.
Grüß Gott, was darf es denn sein? Zwei Päckchen Zigaretten. Bitte? Stift benutze ich mal, ja. Bitte sehr. Haben Sie Briefmarken? Ja, freilich. Geben Sie mir eine. Liebe Gehrings, Grüße von unserem München-Abstecher. Wetterfreundlich, Quartier gut. Die alten Freunde wiedergesehen. Würden zu gerne einen Trip in den Süden machen. Herzlichst, Werner und Bertha. Das macht... So, 2,50. Sie sind zu Besuch hier. Ja, der Fremdenverkehr läuft wieder. Na, wir können das auch brauchen. Dankeschön. Wiedersehen. Grüß Gott, der Herr. Marschverpflegung sind. Danke. So, er kommt. Er fährt in diesem Abschnitt nur ganz langsam. Auf den dritten Wagen hinten musst du aufspringen. Den dritten Wagen auf und sofort Kopf runter. Gleich geht's über die österreichische Grenze. Achtung! Hier rauf! Ich habe am Stellwerk gewartet, bis der Eisenbahner zurückkam. Und? Programmgemäß. Dädchen ist in Österreich. Frau Kufstein hat ihn der Kontaktmann in Empfang genommen. Unser Eisenbahner hat das noch gesehen. Nach Lage der Dinge müssten Dädchen und der Führer jetzt in Matrei sein. Wenn es heller wird, geht es dann weiter nach Italien. Er ist auf dem römischen Weg. Nebel kimmt auf. Sollt mir wundern, wenn heut mit Schmuggler unterwegs werden. Stört uns das? Ja, da sind halt die italienischen Finanzieri nicht weit. Jetzt müssen wir Acht geben. Sag mal, hast du schon oft Leute wie mich geführt? Ja, hab ich. Wie oft ungefähr? Du weißt, mein Gedächtnis ist nicht gerade das Beste. Verstehe. Das ist doch ein Dick, komm zurück. Attenzione! Prima fila a sinistra! Seconda fila a destra! Presto, presto! Avanti! Pronto! Allenato! Allenato! Andiamo giù, tutti! Na, Gott sei Dank! Nun
wenigsten zu beschäftigt, um auf uns zu achten. Ja, ja, ja. Mir scheint, das kann jetzt eine Ewigkeit dauern. Na, Max? Na, das ist gut gegen die Kälte. Österreichischer? Na, italienischer. Ah. Wie weit noch? Ja, knappe Stunden noch. Dann sei mir bei Luigi. Der hat dann saubere Papiere für dich und du kannst weiterfahren nach Rom, ganz wie ein feiner Herr. Rom? Was soll ich denn in Rom? Das sagst du ihn nicht. Der ist ja fast bei Luigi. Aha. Wofür schlagen Sie sich denn da? Ja, für Kaffee, Zigaretten, Strickwaren als wären. Ja, die sind sehr begehrt und die Ittacker, die knollen dann hoch und zu drauf. Scheint vorbei zu sein. Na, euch dann weiter. Hobby zu Luigi. Ja, machen wir mal. Ministerium für Staatssicherheit. Nachricht von Werner Bredebusch per Postkarte aus München. Klartext lautet: Genosse Bredebusch hat Kontakt zur vorgesehenen Faschistenorganisation hergestellt. Anschluss an benannten Nazi-Offizier ist erfolgt. Vermutlich Weitertransport nach Italien. Willkommen in der ewigen Stadt, Herr Dettchen. Mein Name ist Roth. Herr Lauterbach hat mich über alles informiert. Machen Sie es bequem. Zinzano? Ja. In diesen heiligen Mauern sucht Sie niemand. Erholen Sie sich, schlafen Sie sich gut aus. Ich erledige inzwischen alles Notwendige. Wie lange bleibe ich hier? 2 bis 3 Tage werden die Passformalitäten schon in Anspruch nehmen. Seniores von der argentinischen Gesandtschaft sind nicht eben von der schnellsten Truppe. Argentinischen Gesandtschaft? Gut ab vor Ihren Verbindungen, Ehefrau. Ich bin amerikanische Staatsbürgerin, Herr Detten. Und damit wir uns richtig verstehen, ich vertrete eine Vereinigung, die sich die Unterstützung hilfsbedürftiger Deutscher zur Aufgabe gestellt hat. Ganz offiziell. Dazu zählen Sie ja wohl auch. Dazu zähle ich ja wohl auch. Sonst hätte Sie Herr Lauterbacher kaum an mich überwiesen. Also, Sie können ganz unbesorgt sein. Auf diesem Stuhl da haben vor Ihnen schon ganz andere Leute gesessen. Und es hat noch nie Pannen gegeben. Ich verstehe Ihre Besorgnis. Genügt es Ihnen, wenn ich Ihnen sage, dass ich diese Position schon seit 1944 übernommen habe? Noch bevor die Amerikaner... Kurz danach. Das nenne ich Strategie. Das ist ein zu großes Wort für ein bisschen Vorausschau. Der Fotograf. Er wird die nötigen Passbilder machen. Bitte. Hier sind die nötigen Formulare. Füllen Sie sie aus. Der Fotograf wird sie dann mitnehmen.
Was Sie eintragen müssen, ist auf diesem Blatt hier vorgemerkt. Übertragen Sie das der Handschrift wegen. Bitte nehmen Sie hier Platz. Und hier, damit Sie sich in Ihrer Mönchszelle nicht langweilen, Spanisch im Selbstunterricht. Aufmerksam von Ihnen, Leonor. In 5 Tagen sind Sie an Bord der Rio Grande del Norte und damit haben Sie Europa hinter sich gelassen. In Cordoba lässt sich doch leben. Meine Hochachtung fürs Kameradenhilfswerk steigt ins Ungeheure. Also mir gefällt es hier. Kommen Sie, ich habe eine Riesenüberraschung für Sie. Sie werden sich freuen. Entschuldigen Sie, Herr Schreiner, kenne ich die Herren? Und ob? Die argentinischen Frecke sind äußerlich. Meine Herren, ich habe das Vergnügen, Ihnen einen Neuankömmling zu präsentieren. Vorleutnant Tätchen, melde mich aus der Gefangenschaft zurück. Entschuldigen Sie, dass ich vorerst meinen Namen nicht nenne. Ein Spielchen, das wir mit jedem machen. Aber nehmen Sie doch Platz. Mal sehen, ob Sie einen von uns erkennen. Ja, meine Herren, ist gar nicht so einfach. Fremde Uniform. Braun gebrannt, wie Sie sind. Sehen ja aus wie Sommerfrischler. Tut mir leid. Muss ich passen. Neue Maschinen, neue Montur, aber der Geistertruppe. So. Ja, Obers, wenn Sie es mir so leicht machen, hätte ich Sie sogar mit Gasmaske und Unterhosen erkannt. Sie müssen nämlich wissen, Herr Schreiner, für diese Geste war Oberst Krösing im ganzen Geschwader berühmt. Da könnte ich noch ganz andere. Da will ich lieber schweigen. Ja, die anderen Herren, tut mir leid. Bitte halten Sie mir zugute, dass ich jahrelang in einem russischen Lager war. Ach, Quatsch. Die können Sie überhaupt nicht kennen. Darf ich bekannt machen? Major Hottenroth, Major Braunbach und Hauptmann Hummer. Krebs. Und Achim Dätchen, den werden Sie schon noch kennenlernen. Quäber, Sekt zum Teufel. Ja, ich muss zu meiner Schande... Ja, bitte. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich hätte Sie nicht wiedererkannt. Menschenskind, haben Sie sich verändert. War schlimm, was? Ja. Herr Oberst, war schlimm. Wann haben Sie sich eigentlich das letzte Mal gesehen? Das war
29. 29. oder 30. Nein, ich glaube am 29. Mai 42 Uhr erst. Erinnern Sie, abends. Sie hatten uns zur Lage gebeten. Da wissen Sie, der lange Korf kam natürlich wie immer zu spät. Korf ist aufgefallen. Ja. An diesem 29. hatte die Luftaufklärung starke russische Truppenbewegungen bei Kaluga gemeldet. Und sie befahlen uns im ersten Morgengrauen, die Roten mit Bordwaffen anzugreifen. Es sah verdammt nach einem Durchbruch in Richtung Smolensk aus. Sie mussten fürchten, dass zumindest Teile der 3. Panzerarmee abgeschnitten würden. Dann kam der 30. Ja, eigentlich hätte ich sie im Casino treffen müssen. Tja, ja, mittags. Mittags. Ja, aus irgendeinem Grunde habe ich bei Kaluga rumgetrödelt. Und ehe ich zum Verband aufschließen konnte, kam mir eine Jagd dazwischen. Was? Eine einzige? Ja, ja, was? Eine einzige. Ach, das war furchtbar. Die Mühle flog mir um die Ohren. Pff, ich musste aussteigen. Ja, jedenfalls bin ich runtergekommen. Unten stand man schon, wartete auf mich. Rucki Werch. Ja, das war eine Scheiße, Horst. Jedenfalls habe ich dann später erfahren, dass man mich zum 30. für tot erklärt hatte. Ja, da bin ich nun. Tja, wir mussten sie für tot halten, Dädchen. Artilleriebeobachter hatten die brennende Maschine gesehen, aber keinen Fallschirm. Das ganze Geschwader hatte... Ja, bitte. Das ganze Geschwader hat um sie getrauert. Na, jedenfalls freue ich mich riesig, dass wir wieder zusammen sind. Also, auf ein neues. Schade. Was ist? Dass die Flasche entkorkt war. Ich hätte gerne gewusst, ob Sie immer noch mit dem Sektkorken eine Kerze ausschießen können. So packen Sie nicht gleich am ersten Tag mal alle meine Schandtaten aus. Herr Horst, liebe Erinnerung. Was denken Sie, wie oft ich daran gedacht habe? An sowas kann man sich festhalten. Ja, jetzt wollen wir erst mal trinken. Prost, meine Herren. Prost. Und nun erzählen Sie mal, wie Sie sich Ihre Zukunft vorstellen. Ja, da müssen Sie einen Schreiner fragen. Seit ich Südamerika betreten habe, denkt er für mich. Ich mache Ihnen ein bisschen mit Land und Leuten bekannt, das ist alles. Würde gerne im Luftverkehr unterkommen. Irgendwo als Co-Pilot, Testflug, was weiß ich. Also eigentlich wollte ich im Luftverkehr unterkommen, Co-Pilot. Irgend so eine Inlandsquetsche wird doch noch aufzureisen sein. Aber Testflug, was weiß ich. Nee. Das ist Blödsinn. Ass wie Sie, EK1, deutsches Kreuz in Gold. Nee. Für Sie haben wir was Besseres im Petto. Da könnte ich mir schon was vorstellen. Na, das meine ich nicht. Leute wie meine Wenigkeit und die Kameraden hier trimmen in Argentinien ihre Luftwaffen. Naja, woher sollten die in Lateinamerika auch Männer mit Fronterfahrung nehmen? Nee, mein Lieber, aus Ihrer Zivilfliegerei wird nichts. Ihr Platz ist hier bei mir. Neue Maschinen, neue Montur, aber der Geistertruppe? Na, Sie wissen Bescheid. Spätestens morgen ist die Faulenzerei vorbei und Sie haben wieder Uniform an. Das garantiere ich Ihnen. Und übermorgen, da zeigen Sie meinen jungen Spund mal, wie ein Dädchen fliegt. Sie möchte mit Ihnen tanzen. Sie sind neu hier, das ist zu brauchen, mir so. Das Recht der ersten Nacht wäre auch nicht schlecht. Meine Herren, jetzt geht es schnell. Einstein, Dädchen. Na, das ist Dädchen, wie er lebt und lebt. Eigentlich habe ich keinen Zweifel gehabt. Aber es beruhigt mich trotzdem, dass Sie ihn wiedererkannt haben. Dädchen, wie er lebt und lebt. Obwohl ihn anfangs sein Gesicht nicht sagte. Na ja, mit Bart. Mein Gott, wir wären ja alle nicht älter, jünger. Liebesvollen Schein, und wann krieg ich dich dabei ein, das vergisst du nicht. Der Tag beginnt, wenn wir heute zusammen sind, das vergisst du nicht. Ich hab das Gefühl, du bist auch nicht gerade kühl, mich vergisst du nicht. Nächtlich warmer Schein, heute bleib ich nicht gern allein, sag nicht nein. Sei ein Mann und denk nur daran, was uns heute noch erwarten kann. Und ich sag's dir ganz ehrlich, das ist nicht ungefährlich. Sei ein Mann und dann, halt nicht auf halben Wege ab. Keine Angst vor dem Morgen, morgen ist noch so weit. Füße, die im Wind so wie heiße Tränen sind, die vergisst du nicht. Und mein Wort darauf, Liebe, hält's auch du nicht auf, die vergisst du nicht. Was mit uns geschieht, ist ein ganz uraltes Lied, das vergisst du nicht. Nächtlich warmer Schein, heut bleib ich nicht gern allein, sag nicht nein. Oh,
Dädchen? Ihr Kreuzinger. Oh, was? Verzeihen Sie, an das Senior Coronel muss ich mich erst noch gewöhnen. Da geht's gut? Ja, ich räume gerade ein. Morgen 8 Uhr Kunstflug. Morgen früh 8 Uhr Kunstflug. Ja, morgen früh 8 Uhr starten Sie. Wie? Ich soll? Natürlich Sie. Ja, ich gebe zu bedenken, dass ich heute seit 8 Jahren zum ersten Mal am Knüppel gesessen habe. Ach Quatsch, gelernt ist gelernt. Hallo Dädchen, was ist? Sind Sie noch da? Ja, ich bin da. Ja, Sie haben recht, gelernt ist gelernt. Morgen früh 8 Uhr Kunstflug. Senior Oberst, Senior Coronel. Ende. Переводи. Кто вы? Wer sind Sie? Вас подбили? Sind Sie abgeschossen? Transportflieger Feldwebel Werner Bredebusch. Ich bin nicht abgeschossen, ich bin freiwillig gelandet. Aus Gewissensgründen. Так повелела мне совесть. Садитесь. Setzen Sie sich. Курите. Möchten Sie rauchen? Рассказывайте о себе. Berichten Sie alles über sich. Der Krieg ist verloren. Deutschland kann ihn nur noch hinschleppen um den Preis unmenschlicher Opfer und Entbehrungen. Brecht Hitlers verlorenen Krieg ab. Stellt euch organisiert auf die Seite des Nationalkomitees. Hier spricht der Frontbeauftragte des Nationalkomitees. Freies Deutschland. Feldwebel Werner Bredebusch. Transportflieger Staffel 11. Komm rein, Werner. Lecker. Hier. Guten Abend, Genosse Bredebusch. Schön, Sie gesund wiederzusehen. Ich glaube, das sind auf den Tag jetzt 5 Jahre her. 5 Jahre? Ja, ja, das war kurz vor dem Sturm auf Breslau. Genau. 5 Jahre. Ja, aber jetzt trinken wir erstmal einen kräftigen Schluck. Hm? Danke. Trinken wir auf die schwere Zeit, die hinter uns liegt. Auf die Sowjetsoldaten. Auf alle Genossen, die bei der Befreiung von Breslau gefallen sind. Und trinken wir auf unser neu gebildetes Ministerium für Staatssicherheit. Prost. Jawohl. Ja, Werner, wir haben einen Auftrag für dich. Es ist wie im Krieg. Du sollst ins feindliche Hinterland und wir werden dir dabei nur wenig helfen können. Lassen Sie sich erklären, Genosse Bredebusch, worum es geht. Genosse Domke wird dann alle Details mit Ihnen besprechen. Einige Wochen werden schon vergehen, bis Sie sich auf den Einsatz vorbereitet haben. Ich möchte es kurz so skizzieren. Zahlreiche Kriegsverbrecher haben sich der Verantwortung entzogen. Offensichtlich gibt es eine Organisation, die das bewerkstelligt und die damit mehr beabsichtigt, als diese Leute der Bestrafung zu entziehen. Nach nicht sehr genauen Informationen werden belastete hohe Nazi-Offiziere in Südamerika zusammengefasst und arbeiten an militärischen Planungen. Neue Wehrmacht. So kann man sagen. Wir müssen wissen, wer sind diese Leute, was haben sie vor und in wessen Auftrag arbeiten sie. Die Schuldigen ihre Bestrafung zuzuführen und neue Verbrechen verhindern, das ist auch unsere Verantwortung. Wir können dir ein zweites Leben schaffen, das dich zu einem dieser Leute macht. Aber ob es dir gelingt, ihnen zu beweisen, dass du wirklich einer von ihnen bist, Werner? Davon hängt das Gelingen ihrer gesamten Mission ab.
Halt zum Beinbruch, Dädchen, und zeigen Sie den jungen Spunden mal, was eine Hake ist. Ich habe ja mein Testament gemacht. Senores, Sie sehen jetzt die hohe Schule des Kunstfluges. Treten zum Staunen. Es fließt noch viel Wasser den Rio de la Plata runter. Ja, noch besser geworden.